Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Zilla Schade. Ich bin Professorin an dieser Hochschule für Mathematik, Statistik und Operations Research. Und ich möchte Ihnen heute den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen vorstellen, für den ich hier zuständig bin. Wirtschaftsingenieurwesen ist ja ein Studiengang, das sieht man schon am Namen, der aus zwei Teilen besteht, nämlich den Wirtschaftswissenschaften und den Ingenieurwissenschaften. Und Sie werden, wenn Sie hier studieren, ungefähr ein Drittel wirtschaftswissenschaftliche Fächer haben, ein Drittel ingenieurwissenschaftliche Fächer. Und ein Drittel Fächer, die wir Integrationsfächer nennen. Das ist Sprachen, Informatik, Projektmanagement oder auch wissenschaftliches Arbeiten. Wenn Sie Wirtschaftsingenieurwesen studieren, haben Sie sehr gute Chancen hinterher. Es sind jede Menge unbesetzte Stellen im MINT-Bereich und das Einstiegsgehalt sieht auch gut aus. Die Berufsfelder, in denen Sie nachher arbeiten können, beinhalten Logistikmanagement, Optimierung von Prozessen, Arbeitssicherheit, Umwelttechnik und ähnliches. Hier an der Hochschule Harz fangen wir in den ersten drei Semestern mit den Grundlagenfächern an, wie Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Physik, Buchführung, Elektrotechnik und so weiter. Und im dritten Semester wählen Sie dann eine Studienrichtung. Da gibt es bei uns drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist Automatisierungstechnik, also die ingenieurwissenschaftliche Richtung hier ist Automatisierungstechnik. Die zweite Möglichkeit ist die Studienrichtung Erneuerbare Energien. Und die dritte Möglichkeit ist die internationale Studienrichtung. In der Automatisierungstechnik werden Sie dann so Fächer haben wie Steuerungstechnik, Digitaltechnik, Regelungstechnik und sowas. Und bei den erneuerbaren Energien werden Sie dann was lernen über Energie aus Biomasse, Wind- und Wasserkraft, Energieeffizienz und diese Richtung. Und in der internationalen Studienrichtung werden Sie ein Semester ins Ausland gehen und an einer unserer Partnerhochschulen in Europa oder auch außereuropäisch ein Semester lang studieren. Außerdem haben Sie noch weitere Wahlmöglichkeiten hier im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Sie können ein Wahlpflichtfach wählen, Sie können ein Teamprojekt wählen, das ist also die Bearbeitung einer praktischen Aufgabe in einem Team von vielleicht 5 bis 10 Studierenden. Und Sie können außerdem eine wirtschaftswissenschaftliche Berufsfeldorientierung wählen und natürlich am Ende Ihres Studiums die Ausrichtung Ihres Bachelorpraktikums und der Bachelorarbeit. Warum jetzt ausgerechnet die Hochschule Harz? Na, wir sind eine kleine und feine Hochschule. Wir haben hier kleine Studiengruppen, dadurch sehr guten Kontakt zu den Dozenten, eine familiäre Atmosphäre. Und wir haben eine sehr gute Ausstattung in den Laboren. Wir sind praxisorientiert, das heißt, wir halten uns hier nicht an den theoretischen Grundlagen fest, sondern wir wenden das Ganze auch praktisch an. Und Sie haben hier auch viele Freizeitmöglichkeiten im Umfeld.